Stück ist für Streichquartett und Klavier geschrieben und ist inspiriert von einer Reise nach Südafrika, wo ich das erste Mal Elefanten in der freien Wildnis gesehen habe. Und das ist wirklich unglaublich. Die können so mit dem Rüssel total feinfühlig, aber auch so richtig schwere Gegenstände hochheben und die laufen auch viel schneller, als man denkt. Und habe mich einfach sehr inspiriert von diesen Tieren und wollte das gerne musikalisch vertonen. Viel Spaß mit Loxodonta africana. Thank you.
bin im Südwesten von Amerika aufgewachsen, in Colorado, und da finde ich immer die Natur, wenn ich da zurückgehe, überwältigend. Also das so riesige Landschaften, wo kein Mensch wohnt, und das ist einfach der Wahnsinn. Und da kommt mir immer so Musik in den Kopf, und ich dachte, ich muss mal irgendwas darüber schreiben. Also im ersten Teil handelt es von Bergen und Wasserfälle, und im zweiten Teil geht es um diese Highways, wo man einfach ewig lang ins Nichts fahren kann und nichts links, nichts rechts, sondern nur die Straße geradeaus sieht. Im dritten Teil geht es um einen Staudamm, den Hoover Dam. Der ist sehr groß und sehr beeindruckend. Und im letzten Teil geht es um die lange Reise wieder zurück nach Europa in die neue Heimat. Viel Spaß mit Pictures of America. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ein Stück vom Abend, aber das ist ein sehr besonderes Stück für mich. Das hat John wieder geschrieben und wir spielen das Stück schon seit 6 oder 7 Jahren zusammen, immer wieder in unserer Band. Und mir bedeutet es sehr viel, weil es ist für John in einer sehr schwierigen Zeit entstanden, als er ein Familienmitglied verloren hat. Und da war er zusammen mit Freunden einen Abend so am Musik machen und am Rumjammen. Und der Song kam einfach aus ihm hinaus und haben wir quasi 1:1 genauso übernommen. Und ist wirklich ein wunderschönes Stück. Ich freue mich immer, das zu spielen. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Fade Away, John Winston Berta. Thank you.
Gut, wir kommen zum letzten Stück vom Abend und jetzt wird die Zeit, Danke zu sagen an allen, die ich hier in Leipzig kennengelernt habe, an die Jury, Ralf Schrabbe, Rolf von Ordenskirch. Wir hatten sehr schöne Klavierstunden und er hat mir auch sehr, sehr viel beigebracht in meinem Studium. Danke an meine Eltern und meine Familie, die konnten leider jetzt nicht live dabei sein. Da ist der Flug von Amerika doch ein bisschen viel, aber die sind hier virtuell dabei. Da also meine Familie. Und dafür, das ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich ja wirklich immer dankbar. Und auch an euch allen, dass ihr euch die Mühe gegeben habt und hier vorbeigekommen seid, trotz des kalten Wetters. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele Freunde hier in Leipzig und das schätze ich sehr. Wirklich tolle Menschen hier in dieser tollen Stadt. Aber mich hat es wieder nach Hannover getrieben. Da hatte ich in meinem Bachelor studiert und ich habe mich auch ein bisschen da in die Stadt verliebt. Das merkt man nicht so, wenn man da zum Besuch ist, weil man eigentlich da nur die ganze Zeit am Bahnhof ist und die hässlichen Straßen sieht. Also ich habe auch gedacht, dass Hannover total die hässliche Stadt ist, als ich in Leipzig gewohnt habe und da zurück zu Besuch gekommen bin. Aber jetzt, dass ich da wieder wohne, es gibt einen tollen Stadtwald, es gibt Kanäle, es gibt Bars, es gibt, was lacht ihr, ist doch eine tolle Stadt. Genau, deswegen habe ich auch eine Hommage an Hannover geschrieben. Das ist ein Duett. Ihr hört wieder John Winston Werther und es kommt auf Ida Wutzler. Das ist der Nachname, oder? Ja, Ida Wutzler kommt auch gleich und singt. Aber erstmal stelle ich mal die Band vor. Hier, Simon an den Tasten. Oh, I've gone to many places.
Reserve bezahlt. Deswegen, apropos Bezahlung, ich habe vergessen zu sagen, also die Musiker und Musikerinnen haben das jetzt hier alles freiwillig gemacht. Die Big Things Credit Points, aber das Streichquartett, was ich mir zusammengesucht habe, die haben ihr Herz und ihre Leidenschaft da in die Proben und in die Zusammenarbeit gesteckt. Ich wollte die gerne so ein bisschen belohnen. Also wenn ihr was in den Hut rausschmeißt auf dem Weg da raus, das kommt alles an die Kollegen vom Streichquartett und auch an John, der eine An- und Abreise hatte und so. Also genau, vielen Dank. Paul hat seinen Hut. Und er wird da beim Ausgang sein. In meinem zweiten Mastersemester, oder vielleicht was auch das dritte, habe ich ein Projekt gemacht, wo ich Stücke von der Metalband The Hirsch Effect. Gaga weiß Bescheid. Da habe ich Stücke von denen auf Solo-Klavier übertragen und das war eine große Herausforderung, sehr virtuose Sachen. Und da hat mich Janusz, total geholfen mit den Arrangements und die Konzeption, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass man in der Hochschule so einen offenen Lehrer hat, der wirklich sagt, so ich sehe, was du jetzt machen willst und ich nutze das, was ich kann, um dir damit weiterzuhelfen. Also vielen Dank, Janusz, und schauen wir mal, ob ich das Ding noch da stehen kann. Janusz.